Artikelnummer SCP-017, Objektklasse, Keter, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-017 wird in einem Acrylglaskäfig mit den Maßen 100 cm x 50 cm x 50 cm, der zentral in einem Betonraum, Maße 6 m x 6 m x 4 m, aufgehängt ist, verwahrt. An den Wänden, der Decke und dem Boden des Raumes sind Kohlebogenlampen mit hoher Intensität angebracht, welche direkt auf den Glaskäfig gerichtet sind und sicherstellen, dass SCP-017 ständig und aus jedem Winkel Licht ausgesetzt ist. Das im Kontrollraum von SCP-017 eingesetzte Personal hat die Funktionsfähigkeit der Scheinwerfer und des Notstromaggregats zu überwachen und im Fall, dass eine Lampe ausbrennt oder es zu Problemen mit dem Generator kommt, unverzüglich die Wartung zu veranlassen. Der einzige Umstand, unter dem dem Personal der Zutritt in die Verwahrung erlaubt ist, ist der Austausch von Lampen. Personal, das den Raum betritt, muss die dafür vorgesehenen reflektierenden Ganzkörperanzüge tragen und darf nicht vor funktionierende Scheinwerfer treten. Beschreibung: Bei SCP-017 handelt es sich um eine etwa 80 cm hohe humanoide Gestalt, welche anatomisch einem Kleinkind ähnlich sieht, aber keine sichtbaren Erkennungsmerkmale besitzt. SCP-017 scheint aus einem schattenhaften, rauchähnlichen Schleier zu bestehen. Bisher war jeder Versuch, ein physisches Objekt unter diesem Schleier zu finden, erfolglos. Die Existenz eines solchen Objektes kann aber nicht ausgeschlossen werden. Werden Schatten auf SCP-017 geworfen, kommt es unmittelbar zu einer Reaktion. SCP-017 springt auf das Objekt, welches den Schatten wirft, und umschließt dieses vollständig mit seinem Schleier. Im Anschluss daran kehrt es zu seiner normalen Größe zurück und es gibt keine Spur mehr vom umschlossenen Objekt. Zusätzliche Hinweise: Personen mit einer Beta- oder höheren Freigabe sollten auch Dokument Nummer 017-1 einsehen.